Hey und willkommen zu einem kleinen Infovideo hier im Hintergrund. Seht ihr, damit ihr was gesehen habt, einfach nur ein kleines Shop Titans, ja, Let's Play eigentlich. Gameplay, ja, es ist einfach ein kleines Shop Titans Gameplay für euch, damit ihr was zu sehen habt. Also nichts Großes, aber nur damit, weil es soll eigentlich jetzt gerade um was völlig anderes gehen. Und zwar Thema dieses Videos soll sein, wie geht's weiter? Ich bin momentan beruflich echt eingebunden. Also das ist. Ich bin beschäftigt, ich bin gut beschäftigt, sagen wir so. Und dementsprechend, weil ich halt nicht von YouTube leben kann, brauche ich zwischendurch dann auch mal was anderes. So, ich muss halt auch einfach mal, ich sag mal, kürzer treten und mich um mich kümmern, ja? Das ist jetzt halt hier in dem Fall der Fall. So, was kann der eigentlich? Naja, egal. Sollte jetzt nicht Thema sein. Wo ich denke, genau. Wie gesagt, ich bin momentan eingebunden. Und ja, weil ich leider eingebunden bin momentan, tut es mir leid, euch dementsprechend enttäuschen zu müssen und sagen zu müssen, hey, ich kann jetzt nicht mehr so viel, ich kann momentan nicht so viele Videos bringen. Weil mir es fehlt es einfach an der Zeit, die zu machen immer, weil ich lege Wert darauf, dass Videos finden. Ich sag immer so, ich möchte gerne halbwegs anständige Videos haben, so einigermaßen. Und das kann ich halt nicht fertig bringen, wenn ich nicht in der Lage bin, die Zeit dafür aufzubringen, halbwegs vernünftige Qualität zu liefern. So sieht's aus. Ja? So, das ist alles. Also ein bisschen Anspruch habe ich auch wenn ich nur 50 Abonnenten habe. So, bevor ich hier so lange rumlabere, kurze Zusammenfassung. Ich habe damals mangels Interesse die Holderstelle schweigend abgeschafft. Will ich nicht mehr machen, deswegen Kommunikation mit euch. Und zwar, Folgendes ist, Identity 5, zweite Staffel, der Start ist gescheitert, wollte keiner von euch sehen. Habe ich auch so verstanden, ist okay, nicht schlimm, gibt kein Identity 5, weil wollte man wohl nicht sehen. Das ist, wie gesagt, ist völlig okay. Nehm ich so mit. So, nur dass ihr dann auch Bescheid wisst. Ich bin halt, naja, ich sag mal anpassungsfähig. Ich höre auch, gucke auch mehr auf die Reaktionen, weil Kommentare habe ich nicht viele. Wo war ich jetzt? Genau. Kultist-Simulator fällt auch bis aufs Weitere erstmal aus, weil das Spiel an sich unheimlich anstrengend ist. Ich muss wirklich lernen, Kultist-Simulator zu spielen. Selbst im Off habe ich immer versucht, so was Neues rauszufinden, aber ich mache halt auch verdammt viel im Hintergrund, ja. Also, was dieses Projekt betrifft, ich muss halt immer wieder neue Moves, neue Möglichkeiten, neue Kombinationsmöglichkeiten. Das muss ich immer gucken, ja? Wie geht das? Wie kann ich was kombinieren, damit es funktioniert? Oh, naja, es ist halt so viel zu Kultist-Simulator. Was ist noch weitere Projekte? Überlegen, ob ich noch welche weiteren Tagespunkte sind. Identity 5 hatte ich genannt, Kult Simulator hatte ich. Warum ich Projekte hin und wieder stillschweigend abgeschafft hatte, hatte ich. Welche Projekte versuche ich beizubehalten? Wenn es geht, würde ich gern Cyberhunter weiterspielen, weil ich habe in kürzester Zeit viele Zuschauer in Sachen, zumindest auf Cyberhunter gehabt. Das sind, ich habe innerhalb von 3 Tagen mit einem Kanal von 52 Leuten über 20 Klicks generiert. Das ist
nicht ganz die Hälfte meiner Abonnentenzahl, aber das ist für meine Verhältnisse das normal. Das ist halt. Ja, wie soll ich das vergleichen? Es ist also wenn plötzlich alles so, jo, das ist geil, das nehmen wir. Und wie gesagt, ich geh nach Views und nach Likes. Da muss ich halt einfach gucken. Muss ich berücksichtigen. So sieht's aus, ja. Und das ist das, wonach ich gegangen bin. Also, und deswegen wird jetzt halt einzeln vereinzelt werden verschiedene Projekte kommen. Hin und wieder auch mal eine Folge Cyberhunter, weil das einfach momentan mein Steckenpferd ist und das scheint euch zu interessieren. Und naja, wir werden dann sehen, was aus dem Rest wird, so beziehungsweise was demnächst kommt und wann ich wieder mehr Zeit habe aufzunehmen. Momentan ist dem wie gesagt nicht so. Und weil ich momentan die Zeit einfach nicht habe, müssen wir kürzer treten und die Projekte werden etwas seltener. Tut mir leid. Wirklich. Jetzt vor allem gerade, wo es jetzt läuft, aber geht manchmal nicht anders. So, ich glaube, ich habe jetzt alles genannt. Keine unnötigen doofen Beispiele und sonst was. Und ja. Das war dieses kleine Infovideo an der Stelle. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid, dass halt die Videos einfach seltener werden. So, ich versuche immer noch was zu bringen, aber die Abstände werden unregelmäßiger und ich kann euch nicht garantieren, dass jede Woche ein Video kommt. Das ist, naja. Müssen wir mal schauen. Deswegen, also die Abstände bei mir waren schon immer nicht regelmäßig, aber jetzt wird es halt noch unregelmäßiger und seltener. Tut mir leid, aber so ist es leider. Dann, tschüss.